Hallo ihr Lieben, ich wurde schon ganz oft von euch gefragt, wie ich mein Karamell koche und deswegen zeige ich euch das jetzt ganz schnell. Für den Anfang wiege ich mir erstmal 500 Gramm Zucker hier rein. Und dann kommt da ein Schuss Wasser mit dazu. Das Ganze kommt jetzt auf den Herd und wird einmal karamellisiert. Die Sahne kann man sich dann auch gerade schon mal abwiegen. Ui. 250 Gramm Sahne stelle ich mir einfach schon mal neben dran. Das brauchen wir gleich zum Ablöschen. Den Herd mache ich auf die höchste Stufe. Und dann dauert es am Anfang ein bisschen, bis sich da überhaupt was tut. Aber bleibt am besten die ganze Zeit dabei stehen, weil das brennt auch schnell an. So, wenn dann alles schön karamellisiert ist, wird das einmal mit der Sahne abgelöscht. Und das Ganze wird dann einmal nochmal aufgekocht, bis sich alles verbunden hat. Also, dass jetzt hier Zucker und Sahne so noch nicht verbunden sind, das ist ganz normal. Den Herd dann am besten auf mittlerer Stufe. Und so lange, bis halt keine Karamellstücke mehr drin sind, bis es eine Masse ist. Wenn ihr das Karamell ein bisschen vom Geschmack her karamelliger wollt, dann könnt ihr das ein bisschen dunkler kochen, also so wie ich es jetzt habe, das ist schon ganz gut dunkel. Nicht zu dunkel, sonst wird es bitter. Aber das riecht man dann auch, wenn es zu dunkel wird. Wenn ihr es ein bisschen weniger intensiv möchtet, dann könnt ihr es auch heller machen. Also dann einfach nicht so lange karamellisieren und früher mit der Sahne ablöschen. Und zum Schluss, Herd könnt ihr jetzt ausmachen, kommt noch 250 Gramm Butter dazu. Aufpassen hier, dass nichts hochspritzt, weil das ist ziemlich heiß. Und dann ab und zu immer mal wieder umrühren, bis sich die Butter komplett aufgelöst hat. Wenn sich die komplette Butter dann aufgelöst hat, dann ist das Karamell fertig. Das könnt ihr erstmal zur Seite stellen und das muss mehrere Stunden abkühlen. Später kann das dann in eine Tupperdose umgefüllt werden und im Kühlschrank gelagert werden. Und ganz wichtig, wenn ihr das Karamell verwenden möchtet für Torten, für was auch immer, immer einen Tag vorher kochen. Das Karamell hatte ich jetzt über Nacht im Kühlschrank. Das ist jetzt schön fest geworden. Das mache ich mir ganz kurz in der Mikrowelle ein bisschen warm. Zum Füllen mache ich mir erstmal ein bisschen Frischkäsecreme hier rein. Und dann kommt das Karamell einfach in die Mitte. Ich mache das immer gern so ein bisschen als Kern rein, also nicht ganz am Rand. Gut, und solange mir das jetzt kommt wieder in den Kühlschrank, damit das Karamell wieder ein bisschen fest wird, dann ist es einfacher zum Stapeln. Ich würde mich riesig über ein Abo von euch freuen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!